Hallo und herzlich willkommen zurück zu Transportiva 2. Heute mit einer kleinen Jubiläumsfolge, mit der Folge Nummer 10. Und ich werde jetzt, wie versprochen, natürlich den Hafen bauen. Ich habe mir überlegt, ich setze mir den hier hin. Hier ist eine schöne Ecke dafür. Zuallererst hätte ich gerne einen Fußweg, ruhig 10 Meter. Dann vom Bahnhof aus hier rüber. Und jetzt bauen wir erstmal den Hafen selbst. Hier ist jetzt nicht schlecht, was es nicht alles gibt. Dann ein Passagierhafen in groß, ruhig 2 Terminals. Drehen wir den. Obwohl, ne, war es nur ein Terminal. Dann drehen wir ihn ein bisschen ein. Quasi. Hier hin. Ja, so ist er schön. Und jetzt kleine Straße dahin. Innerstädtisch. Ja, das ist Fußweg. Ja. Nehmen wir eine kleine Straße. Gehen die erstmal so weit hier raus. Dann war sie hier eine etwas breitere Straße hin. Nehmen wir die. Ne, Kollision. Hier von hier unten ran, so. Aber hier Hafen Nummer 1 mit einem großen Dock. Und den zweiten Hafen bauen wir jetzt zu Far Rapids. Auch großes Dock. Ruhig weiter hier hinten gelegen. Bisschen fein drehen. Übrigens mit Shift geht das. Ich glaube, mittlerweile muss man das, glaube ich, nicht mehr erklären, ne? Mittlerweile. Hat das, glaube ich, jeder rausbekommen. So. Nehmen wir wieder eine breite Straße. Und nehmen natürlich noch ein paar Bushaltestellen. Erstmal nur ein paar Bushaltestellen. Wir brauchen noch nicht viel. Das sollte erstmal reichen für den Anfang. Machen hier eine schnelle neue Linie hin. Linie 1. Auch hier ist der Name der Stadt noch nicht in Stein gemeißelt.
Auch hier nehme ich gerne Vorschläge entgegen. So, ein Depot brauchen wir noch. Was nehmen wir diesmal? Eine Totaltankstelle. Jede Stadt braucht eine Tankstelle. Ein feiner Eindrehen. Passt. Auf die Schnelle ein paar Busse. 18 Leute. Nehmen wir hier so ein E-Bus. Da müssen wir natürlich noch die Schiffsrouten miteinander verbinden. So. Schiffslinie 1 wird das. Natürlich noch eine Werft. Da haben wir noch ein bisschen Platz. Sie kann hier ran. Und nicht, wie rum sie muss. Nee, so rum ist schon richtig. So, und dann gucken wir mal, was wir für Schiffe haben für die Strecke. Müssen auf jeden Fall schnelle Boote sein. Passagier. Höchstgeschwindigkeit. Also die Wilhelm, die kleinste und die schnellste. Ah, dann nehmen wir hier Fähre. Brauchen wir natürlich schon ein paar mehr von. So. Und setzen die auf die Schiffslinie 1. Aber da erspare ich uns jetzt die Mitfahrt, weil die wird ewig dauern, wenn wir da jetzt mitfahren können. Oh, was denn hier? Autobahnkreuz ist hier gar nicht angeschlossen. Dann war gleich ändern, beziehungsweise die Hauptstraße ist nicht angeschlossen. Jetzt sind wir angeschlossen. Sehr schön. So, da kommen sie raus, die Fähren. Na, gucken wir mal, wie lange sie brauchen. Ob sich lohnt das Ganze. Ja, und hier müssen wir jetzt mal gucken, ob der Stau von hier irgendwann auch mal weniger wird. Ob denn hier unsere schnelle Regionalbahn hier soll erfüllt. Hier fürchte ich, müssten wir noch mal ein paar Fahrzeuge auf die Linie packen oder größere mitfahren lassen. Haben wir denn hier? Mal gucken, mal gucken. Nach Kapazität sortieren. Fünfzig, 28, 27. Südstadtlinie. So, in der Hoffnung, dass es jetzt ein paar weniger werden. So, jetzt haben wir natürlich auch noch einen Flughafen, der will auch angebunden sein. Aber das muss sich auch lohnen. Hier irgendwo hinfliegen? Hm. Hier, mach in den Ecken ist nirgendwo was. Muss ich mir noch Gedanken machen, wie ich das mache.
Gucken wir uns an, wie das stautechnisch mittlerweile aussieht. Na, staut sich immer noch. Gucken wir uns André Pfeffer mal an. Der kommt von... Wohngebäude Main. Hier. Will nach. Hier. Naja, gut. Er müsste jetzt, damit er den Zug nimmt, hier mit der Straßenbahn zum Bahnhof und da aus mit der U-Bahn hierher. Das wird zu viel, ne? Wir müssen noch mal eine direkte, aber dann haben wir keine Auslastung mehr in der U-Bahn. Will ich eigentlich auch nicht. Ich hätte jetzt gesagt, man könnte ja noch mal eine Linie hier rüber vom Bahnhof aus. Expresslinie hier in die Stadt oder hier zur Tramschlaufe zumindest, um dann hier mit der Tram weiterfahren zu können. Aber ist auch nichts, finde ich. Damit nehmen wir uns hier die Leute, die mit der U-Bahn fahren. Da fahren ja einige mit. Von hier aus, wie man sieht, waren ja auch Busse und es gibt genug, die hier mitfahren. Nur hier halt nicht so viele. Was kommt ja noch, wenn die Stadt wächst? Ja, guter Rat ist hier manchmal teuer. Na, mal gucken, wie wir das hier, ob wir und wie wir das hier nochmal in den Griff kriegen. Mal sehen, ob jetzt unser neu gewonnener oder neu dazugeholter Nahverkehr was bringt. Auf jeden Fall fahren hier schon ein paar Leute mehr mit. Das mit der Linie hier, mit dem Takt. Ach komm, nehmen wir noch mal eins mit. Kein Depot gefunden, will er mich veräppeln? Hab doch hier das Depot. Muss ich jetzt echt hier mal ein Talent 3 kaufen? Das sehe ich jetzt erst. Hier, der Flirt. Setzen wir den nochmal ein. Und geht jetzt auf die S-Bahn.
So. So, jetzt jagt der los. Jetzt muss ich das alles wieder so ein bisschen einpendeln. Und dann denke ich mal, kriegen wir das hier ein bisschen schöner wieder hin. Das hier. Wo wollt ihr denn alle hin, sag mal? Wir wollen alle hier nach Hildesheim. Was hat die für einen Takt? Ein Minutentakt? Klingt jetzt erstmal viel. Ach herrje. Ah, Herr Meier. Ich muss ein anderes Terminal kriegen. Eine von beiden zumindest. Gucken wir mal, ob die aufs Terminal. Zwei kann sie nicht. Hier kann sie nicht. Muss auf drei, kann der auf zwei? Nein. Der auf vier. Kann er auch nicht. Nein, das geht so nicht. Den braucht die auch so ewig. Das zurück. Ja, noch nicht. Abreise und was die ja, dann geht das Haus jetzt hier halt erstmal einmal kurz flöten. So. Nehmen wir hier das Gleis. Nehmen wir dich gleich hier ran. So. Dann kannst du gleich auf Terminal 1 oder so. Oder kannst du... Hier lag die rote ist. Geht um die rote Linie. Dann jetzt auch. Oder zwei? Ne, auf eins.
Ja, doch, jetzt hat er sie doch. Ach. Der Zug, der wieder, wenn man nur drehen muss. Fährt er hier einmal kurz raus. So. Jetzt sollten die Züge hier in einem schnelleren Takt hin und her können. Jetzt haben wir hier auch einen Takt von 63 Sekunden zu vorher 3 Minuten. Sehr schön. Gehen wir doch hier einen schnelleren Takt hin. Natürlich auch bei der U-Bahn hier einen schnelleren Takt. Und jetzt könnte sich das mit dem Stau bald in Wohlgefallen auflösen. Ach, hier ist schon mal der erste am Bahnhof. Hätte ich was gerade am Hafen. Da ist der erste zurück. Da ist schon ein Passagier dabei. Oh, der hat schon 39 Passagiere dabei. Na, dann gib mal alles. Gucken wir mal, wie es hier mit der Auslastung aussieht. Aber hier hätte ich jetzt gesagt, ein Express zum Hafen. Hier mit so einer... Nee, anders. Haben wir jetzt hier noch einen Bus. Nein. Nein, 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 Herr Pasek, hat das. Und jetzt eine Expresslinie. Ja. Ach. Ja. Das ist der Hafen Express. Da setzen wir zwei Busse drauf und fertig. Zur nächsten Haltestelle. Oh. Takel gerade. Warum, warum, warum? Oh, ich glaube, mein Spiel verabschiedet sich. Ich mache mal eine kurze Pause. So, da seid ihr wieder. Ich bin auch wieder zurück. Ja, es hat das Spiel hatte sich aufgehangen. Keine Ahnung. Ich habe sie da versucht, so zusammenzubauen, wie es war. Ich hoffe, es hat funktioniert. Jetzt holen wir uns noch ein Straßenfahrzeug. Und dann nehmen wir uns ruhig mal hier so als Hafenexpress wirklich was Großes. Hier so ein Neoplan-Doppeldecker oder so. In meinen Fernbus. Ach, hier mit Besichtigungsplattform. Sehr schön. Und in Gelb auch nochmal. Aber mehr nehme ich da auch wirklich nicht für. Das muss für den Hafenexpress hier durchaus reichen. So. Die Talents sind auch unterwegs. Brauchen wir natürlich noch. Oh. Hier müssen wir jetzt so ein bisschen noch mal bei der Gelegenheit gleich einreißen. Denn wir brauchen ja hier ein paar mehr Schienenstränge raus. Die ziehen wir jetzt auch gleich raus.
nicht möglich? Warum? Nee. Andersrum? Nee. Warum nicht? Wo ist ein kleines Problemchen hier? Jetzt. Na, wir brauchen hier ein paar mehr Linien raus. Ja, würde ich allerdings nur bis hier vorne irgendwo anschließen wollen. Quasi so. Nehmen wir sich von hier aus noch mindestens hier. Und nehmen gleich das Äußere, als jetzt leichter wäre, hier zu kreuzen. Normalerweise einfacher wäre, hier zu kreuzen. Und es hilft alles nichts. Ihn fort. Kann sich hier langsamer sicher anschmiegen. Geht ihr noch mit rum? Oder geht ihr gerade raus hier, der Bereich? Ach, nicht so einfach. Also ich würde hier den mittleren Bereich gerne gerade rausgehen lassen. Äußeren Bereich hier sind ja nicht so viele. Also mindestens zwei gehen nach außen. Gehen dann hier lang. Dann vielleicht hier biegen dann ab Richtung Boll oder Boulder Pass oder. Und zwei gehen mindestens gerade weg als Schnellbahn. Würde ich auch tatsächlich das 300er Gleis nehmen wollen. Und hier. Ja, das war too much. Da muss ein bisschen mehr dran rumrechnen. Das müsste jetzt auch mit steil nach oben gehen.
Machen wir hier eine, die auch 300 kann. Mal gucken, welche das ist, welche hier Highspeed kann. Sowas hier, ne? Sowas müsste Highspeed können. Die kann nur 130. Ich hätte schwören können, dass wir irgendwo. Ja. So. Und da muss jetzt mindestens Weite mit. Ein. So, die Tram 10 müssen wir einfach drehen. Tram 16 ebenfalls. Achso, weil hier die Bushaltestelle mit weggerissen wurde. So, Ahnung, alle weg. Weiter geht's. Ja, ist manchmal gar nicht so einfach. So. Ja, Brücke, die... kann. Nehmen wir die. Dann 300. Aber ich fürchte, jetzt kriege ich den zweiten da nicht neben, ohne dass der Brückenpfeiler Randale macht. Aber mit dem einen da halb auf der Ecke kann ich leben. Solange er so bleibt. So, jetzt müssen wir die beiden äußeren noch mit rausführen. Hier müssen wir noch, glaube ich, ein paar Doppelkreuzungsweichen setzen, bevor wir es vergessen. Wir müssen ja immer und überall kreuzen können. So. Der kann da rein, jawohl. Die gehen jetzt nach außen. Welche, die ganz wenig Brückenpfosten haben. Mit der äußeren anfangen. Rückenpfeiler hat.
gar nicht so leicht ist. Internet. Ach, guck mal. Also noch einen runter? Nein. Leichten runter? Was nicht so mächtig aussieht? Ja. Sehr schön. Ach so, wegen. So. Sehr schön. Machen wir es mal bis hier hin. Und der nächste Brückenpfeiler kommt ja dann. Jetzt nur den hier nochmal. Kleines Stück Kurve. Wieso geht er eigentlich so schwer um die Kurve jedes Mal? Das nervt. Ja, wie machen wir es jetzt? Ich würde sagen, schließen wir einmal hier an. So machen wir es. Nehmen wir ein Gleis von hier. Mal hier ran. Und dann ziehst du von hier noch rein. Und jetzt haben wir zumindest eine grobe Linie nach hier hinten raus. So, das reicht jetzt aber auch schon wieder für heute. Ich hoffe, ihr seid nächstes Mal auch wieder dabei. Wenn ich dann in diese Richtung weiterbaue. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.